Eine App, ein Klick. Cityguide Freiberg, dein mobiler Stadtführer. Mit deinem Smartphone oder Tablet sofort ans Ziel. Cityguide, wir zeigen dir deine Stadt. Jetzt kostenlos downloaden im App Store und bei Google Play. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Regionalfernsehens F3 aus Freiberg. Wie schön ist es doch, wenn man bei der Hitze dieser Tage etwas entgegensetzen kann. Wie wäre es da zum Beispiel mit einem Eis? Und bestens zu empfehlen ist das Eis vom Eisgrafen aus Freiberg auf der Burgstraße. Anders sieht es da bei den Tieren aus. Sie brauchen ständig ein schattiges Plätzchen, an dem sie sich zurückziehen können. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums hat der Tierschutzverein ein neues Spendenkonzept entwickelt und alle alten und neuen Spender, die Tierpflegepaten, zu einem Fest eingeladen. Das Tierheim in Freiberg geht in Sachen Finanzierung neue Wege. Seit Anfang des Jahres können Tierfreunde mit einer Tierpflegepatenschaft das Heim unterstützen. Das Erfreuliche, die Anzahl der Paten ist seit Beginn der Aktion ständig gewachsen. Um jedoch kostendeckend arbeiten zu können, braucht es weitere Unterstützer. Vor kurzem konnten sich auf einer Veranstaltung bereits aktive Paten zu dem Tierheim informieren, wie er Geldverwendung findet, und das Anliegen der Aktion wurde vom Tierschutzverein nochmals bekräftigt. Und das war auch unser Anliegen mit diesem Treffen, die Leute persönlich kennenzulernen, uns persönlich vorzustellen. Manche kennen wir ja schon, aber andere wieder nicht. Und dass die Leute auch wissen, was tun wir hier eigentlich und was können wir tun mit unserer Unterstützung. Und da ist so ein Zusammentreffen sehr nützlich und gibt Hoffnung. Zu der Idee der Tierpflegepatenschaft, der Schatzmeister des Vereins. Das Problem war, dass das Tierheim Freiberg eine finanzielle Lücke hatte von 30.000 Euro, die irgendwo geschlossen werden musste. Die ergibt sich aus Tieren, die teilweise mehr Kosten verursachen, als man sie über die Vermittlung oder durch Abgabegebühren wieder ausgleichen kann. Und daher ist die Idee entstanden, weil ja täglich Tiere ins Tierheim kommen und betreut werden müssen, dass dieser Tierpflegepate einen, sag ich mal, Sinn ergibt, um Tiere entsprechend zu versorgen. Trotz noch fehlender Mittel kann die bislang gute Resonanz auf dieses Projekt bei dem Tierschutzverein als Träger des Tierheims durchaus für Zuversicht sorgen. Das Ziel des Projektes, 30.000 Euro damit zu erwirtschaften, ist noch nie erreicht. Wir haben erreicht, dass sich die Dauerspender, die wir zuvor auch schon hatten, vervierfacht haben und uns knapp 100 Leute bei diesem Projekt unterstützen mit unterschiedlichen monatlichen Beträgen. Die Unterstützung durch eine Patenschaft kommt dabei nicht nur einem Tier, sondern allen Heimbewohnern zugute. In erster Linie fließen die Spendengelder dabei in notwendige medizinische Betreuung und Operationen. Die Tiere kommen ja leider in sehr verwahrlosten Zustand manchmal ins Tierheim. Und die sind chronisch verseucht mit Virusinfektionen, bakteriellen Sachen, Parasiten. Es sind ja auch manchmal verletzt darunter, mit Frakturen oder auch mit normalen Fleischwunden. Die müssen natürlich dann sofort operiert werden und das machen wir ja alles im Tierheim. Dass diese medizinische Hilfe den hier Lebenden, meist Vierbeinern, zugutekommt, liegt jedem Tierfreund am Herzen. Wir haben im Frühjahr einen Hund aus dem Tierheim geholt, also einen zweiten Hund schon aus dem Freiberger Tierheim. Und dann kam die Anfrage, ob wir Tierpate werden wollten, und da haben wir uns dazu bereit erklärt, weil es muss ja auch mal was für die Tiere getan werden. Die hier untergebrachten Tiere werden bestens umsorgt. Davon konnten sich auch die Tierpaten bei diesem Treffen im Tierheim überzeugen. Also ich finde es sehr gut hier, muss ich sagen. Also sind alle ordentlich untergebracht, ordentlich versorgt und wird sich auch ordentlich gekümmert um die Tiere. Ihre Liebe zu Tieren war auch für Mirella Köhler ausschlaggebend, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Sie übernahm als Erste eine Tierpflegepatenschaft. Mein Mann und ich, wir haben uns 2008 Weihnachten entschieden, einen Dauerauftrag auszulösen. Und seitdem sind wir halt Dauerspender. Letztes Jahr wurde ich gefragt vom Tierheim, ob ich diese Aktion Tierpflegepate mit unterstützen würde. Ich habe keine Sekunde überlegt, habe sofort Ja gesagt, weil das wirklich was Gutes ist. Man tut was für den Tierschutz, das Geld kommt bei den Tieren an.
und es wird einfach gebraucht vom Verein. Deshalb Ihr Aufruf? Ich appelliere an alle, die ein großes Herz für Tiere haben, sich das Tierheim mal anzuschauen und sie können sich selber ein Bild davon machen. Und ja, also das wäre richtig klasse. Sie würden ein gutes Werk tun und bitte spenden Sie. Ja, und sollten Sie auch Tierpflegepate werden und damit das Tierheim unterstützen wollen, dann finden Sie auf der Internetseite www.tierheim-freiberg.org alle wichtigen Kontaktdaten. Ja, und jetzt befinden wir uns hier im Eisgrafen und neben mir steht der Inhaber Silvio. Hallo Silvio. Hallo. Ja, Silvio, seit wann gibt es euch denn hier in Freiberg? Uns gibt es seit letztem Jahr, seit dem 25. April. Also wir hatten schon unser einjähriges Bestehen. Ja, und wie kommst du dazu, hier so einen Eiscafé aufzumachen? Na, die Überlegungen waren schon vor etwa 3 Jahren. Und da hat der Besitzer des Hauses hier, der Immobilie, hat mich gefragt, ob wir nicht eine Zweigstelle von Eiscafé Euler hier aufmachen wollten in Freiberg. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch in Euler und mein Onkel war noch der Chef. Und nach dem Versterben vor 2 Jahren habe ich das dann in die Realität umgesetzt und habe mich hier, wie gesagt, letztes Jahr nach Freiberg begeben. Und was ist das Besondere am Eisgrafen? Das ist, dass wir eben nur unser ganz leckeres Vanilleeis machen, nach eben ganz alten Geheimrezept, sage ich mal. Und ich mache auch dann die Soßen, diese traditionellen Soßen wie die Erdbeersoße und die Schokoladensoße, das mache ich alles selber. Und das ist eigentlich das, was den Leuten am besten schmeckt. Ja. Natürlich gibt es noch ein paar andere Eisbecher, die auch Renner sind und sehr lecker, ja. Aber der absolute Renner ist immer dieser traditionelle Vanille-Eisbecher. Vanille-Eisbecher mit Erdbeer. Mit Erdbeersoße und Schokoladensoße. Und gemischt am besten. Ja, und wird täglich frisch zubereitet. Wird täglich frisch. Ich mache die Soßen täglich frisch. Ich mache das Eis in meiner Maschine täglich frisch, ja, mehrmals. Ja. Ja. Von wann bis wann habt ihr denn geöffnet? Von 11 bis 19 Uhr, außer montags. Na, täglich sonst. Ruhetag. Ja, montags Ruhetag, genau. Okay. Dankeschön. Ja, am 13. Juli wurde der Landrat Volker Ulich im Tivoli in Freiberg verabschiedet. Unter den Gästen waren Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und auch Abgeordnete und Vertreter von Behörden, Institutionen und Unternehmen. Unsere Kollegen von Kanal 9 waren ebenfalls dabei. Am 13. Juli 2015 wurde Landrat Volker Ulich mit einer festlichen Veranstaltung im Tivoli Freiberg verabschiedet. Unter den Gästen waren Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der Präsident des Rechnungshofes sowie Minister, Abgeordnete und Vertreter von Behörden, Institutionen und Unternehmen. Musikalisch wurde dieser Abend mit einem Stück von Ludwig van Beethoven eröffnet. Dr. Lothar Bayer, erster Beigeordneter des Landkreises Mittelsachsen, begrüßte alle Gäste. Seit 2001 ist Volker Ulich Landrat, damals noch im Landkreis Freiberg und seit 2008 im Landkreis Mittelsachsen. Der Ministerpräsident Stanislaw Tillich ging in seiner Rede auf die Verdienste von Volker Ulich ein. Er lernte ihn damals durch das Hochwasser 2002 kennen. Damals habe ich schon Volker Ulich kennengelernt als einen, der besonnen war, der sich gekümmert hatte in seinem Landkreis, soweit es denn auch möglich war. Der eine oder andere hat das heute ja schon vergessen. Damals waren viele Telefonverbindungen abgeschnitten. Und der also damals mir berichtete, auf meine erste Frage, wie groß oder wie umfangreich schätzen Sie die Schäden in Ihrem Landkreis, eben eine Summe nannte, die uns dann in die Lage versetzte, gegenüber der Bundesregierung innerhalb von 2-3 Tagen, so wie es auch die anderen Kollegen Landräte gemacht haben, ein erstes Schadensbild zeichnen zu können. Für den Bund ein viel zu großes. Im Nachhinein war die 1 Milliarde, die wir am zweiten Tag genannt haben, das hat sich dann herausgestellt, ein Bruchteil der Summe der Schäden, die tatsächlich in Sachsen entstanden sind. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hob die große Aufgabe der Umsetzung der Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 hervor. Dem Landrat sei es gelungen, die ehemaligen Landkreise zusammenwachsen zu lassen. Dafür mein Glückwunsch.
Musikalisch wurde zum nächsten Punkt übergeleitet. Dr. Lothar Bayer blickte noch einmal unter dem Motto 14 Jahre Landrat und mehr auf die Amtszeit von Volker Uhlich zurück. 1983 als Sprecher einer Bürgerinitiative soll er Bürgermeister in Lichtenberg werden. Gerade mal 34 Jahre alt zu dieser Zeit, als der Fortschritt in der DDR den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Er wurde Bürgermeister und er sollte es hauptamtlich bis zum Jahr 2001 bleiben. Volker Uhlich gehört zu den wenigen Bürgermeistern der Wendezeit, dem die Menschen zu seinen Kommunalwahlen im Mai 1990 wieder das Vertrauen ausgesprochen haben. Die ersten drei Wahlen im Juni 1994 bescherten ihm, den Lichtenberger, ein überzeugendes Wahlergebnis wie in alten Zeiten von 99%. Die Zeit als Bürgermeister hat ihn damals geprägt. Sie hat ihm aber auch gelehrt, vergiss nie, woher du gekommen bist. Die Landratswahl im Jahr 2001 war anders als die 2015. Anders als vor wenigen Wochen stehen 2001 fünf Bewerber zur Wahl um das Amt des Landrates. Und der Wahlkampf, freundlich formuliert, sehr trickreich. Im zweiten Wahlgang wird Volker Uhlich mit fast 70% der gültigen Stimmen gewählt. Mit dem Amtsantritt muss sich der neue Landrat Uhlich nun natürlich gegen interne und externe Widerstände durchsetzen. Er muss beweisen, dass er, der Bürgermeister, in der Lage ist, Landrat zu sein. Er wurde mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Schneechaos und das Hochwasser 2002. Ja, wie er sich den Herausforderungen der Hochwasserkatastrophe stellte, wie er das Heft des Handelns immer wieder selbst in die Hand nahm, mit Einsatzkräften in den Verwaltungsstab agierte, war mustergültig, es war hochprofessionell. Wichtigstes Anliegen von Volker Uhlich, ein konkreter Auftrag an die Verwaltung, war aber, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern Dienstleister zu sein für Bürger und Wirtschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen für Wachstum und Wirtschaftsansiedlung, sich um Zukunftskapital kümmern, Ausbildung, Fachkräfte, Berufsschulzentren, Zusammenarbeit mit den Hochschulen und das Anschieben von vielen Projekten, die letztendlich Entscheidungsvorlage waren. Und es galt natürlich, die Identität zu stiften, Lebensqualität zu verbessern, Unterstützung von Sport, von Vereinen, von Feuerwehren bis hin zum Straßenbau, zur Wasserversorgung. Und natürlich für den Landkreis Tourismuskonzepte entwickeln, für den Landkreis werben, ihn interessant machen. Volker Uhlich setzte sich auch für den deutsch-tschechischen Welterbeantrag Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krušné Hory ein. Die Montanregion Erzgebirge ist eine in über 800 Jahren entstandene Industriekulturlandschaft in der Grenzregion zwischen Sachsen und Nordböhmen. Du hinterlässt uns und deinen Nachfolger Matthias Damm ein geordnetes Haus. Du bist in dem Bild seines Motorenschlosses zu sagen, die Maschine ist gesund, die Kompression stimmt, aber am Einspritzdruck müssen wir noch etwas regulieren, um den Verbrauch zu senken und die Leistung zu erhöhen. Lieber Volker, ich und alle Mitarbeiter wünschen dir für die Zukunft alles Gute, bleibe gesund, genieße die kommende Zeit, um das nachzuholen, wofür in den letzten Jahren weder Zeit noch Gelegenheit war. Wir wollen uns natürlich auch bedanken mit einem kleinen Geschenk. Bilder, die in Erinnerung bleiben aus deiner Zeit als Bürgermeister, als Landrat, schön verpackt. Lass dich überraschen. Schließlich dankte Volker Uhlich den Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet und in seiner Arbeit unterstützt haben. Meine Damen und Herren, es war mir eine riesengroße Ehre, mit Ihnen gemeinsam ein Stück Mittelsachsen, Stück Freiberg und Lichtenberg gestalten zu dürfen. Bleiben Sie gesund, auf Ihr Wohl. Vielen Dank. Auch Vertreter aus Polen, aus der Partnerstadt Gleiwitz, waren zur Festveranstaltung gekommen. Tadeusz Mamok, ehemaliger Vorsitzender des Gleiwitzer Kreistages und pensionierter Leiter des Forstbezirkes von Gleiwitz, überreichte Landrat Volker Uhlich die goldene Medaille für das Jagdwesen in Oberschlesien. Zum Abschluss traten die Notendealer aus Freiberg auf. Ja,
Viele Gratulanten aus Politik und Wirtschaft bedanken sich bei Volker Uhlig für die Zusammenarbeit mit Geschenken und Blumen. Ja, wir befinden uns hier noch im Eisgrafen auf der Burgstraße. Silvio, was habt ihr denn sonst noch außer dem leckeren Eis? Ja, wir haben natürlich auch für etwas kühlere Tage den warmen Apfelstrudel, einen leckeren Windbeutel, heiße Getränke wie Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und nicht zu vergessen sind unsere selbstgemachten und frischen Milchshakes. Mhm. Ja. Ihr habt ja auch Sitzmöglichkeiten hier. Was ist denn aber, wenn alles voll ist? Habt ihr da noch Alternativen? Ja, Alternativen. Ich werde schon öfters gefragt, ob ich nicht anbauen will oder mich vergrößern wollte. Aber habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit im Moment. Aber es ist eben, ich habe ja den Schlossplatz vor der Haustüre und die meisten Leute nehmen sich dann den Autobecher mit und setzen sich dann in die Sonne vom Schlossplatz. Ja, ja, der Autobecher ist also auch ein Renner. Das ist der Renner, ja. Das ist der Vanilleeisbecher, nur eben zum Mitnehmen. Ja, ja. Dankeschön. Und egal ob ein leckerer Erdbeereisbecher oder ein warmer Apfelstrudel mit Vanilleeis, beim Eisgrafen hier in Freiberg kommt das Eis frisch aus der Maschine und ist absolut zu empfehlen, für groß und klein. In unserem nächsten Beitrag geht es ebenfalls um groß und klein, und zwar Mutter und Kind. Als zertifizierte Mutter-Kind-Apotheke führt die Pluspunkt-Apotheke speziell abgestimmte Produkte und bietet einen ganz besonderen Service rund um das Thema. Hallo. Schönen guten Tag. Darf ich Sie heute wieder in der Pluspunkt Apotheke Friedeburg begrüßen? Kommen Sie doch mit rein. Aus welchem besonderen Anlass sind wir denn heute hier? Wir sind heute in der Friedeburg Apotheke, denn wir haben in der Apotheke ja schon seit langem viele, viele Mütter mit Kindern und wir haben uns jetzt speziell auf Mütter und Kinder konzentriert. Wir haben schon seit längerem einen Wickeltisch eingerichtet, wir haben eine Spielecke, wir verleihen Milchpumpen, Wagen für kleine Babys, Neugeborene. Aber jetzt haben wir das ganze Mutter- und Kind-Konzept speziell ausgebaut und wesentlich mehr Informationen für Sie und wesentlich mehr kompakte Anleitungen, die Sie als Mutter oder werdende Mutter gut gebrauchen können. Was meinen Sie denn damit speziell? Ja, wir haben eine spezielle Mutter- und Kind-Seite eingerichtet, die Sie bei uns auf der Webseite anklicken können. Und dort sind alle Informationen oder sehr, sehr viele Informationen für und über Freibergs, Ärzte, Hebammen, Stillberaterinnen, wir haben Geburtenhausadresse, wir haben Babyschwimmen, wir haben alle Informationen, die eine werdende Mutter und mit einem kleinen Babychen oder auch schon mit einem größeren Kind in diese Webseite speziell für Freiberg hineingepackt. Wir haben spezielle Flyer jeden Monat, die wir auch in den Kitas verteilen. Wir haben auch Kontakt mit den Kitas aufgenommen, um zusammen mit den Kitas die Mütter und werdenden Mütter beraten zu können. Auch in speziellen Fragen. Also jeder Monat bringt ja so seine Problemchen mit sich. Im Sommer ist es die Hitze und die Sonnencreme, dann die Mücken und etc. Es gibt also sehr, sehr viele Themen, wo es jeden Monat neue Flyer gibt. Wir haben eine sehr, sehr schöne Geschenke-Artikelchen, die gehören dazu, zu diesem Mutter- und Kind-Konzept. Auch einen ganz süßen Opakal mit einer Pixie-Buchgeschichte. Wir haben natürlich für jede werdende Mutter, die nicht aus dem Haus kann, weil das Kind krank ist, unsere Telefonnummer. Sie rufen an, sie sagen uns, was sie brauchen und wir kommen zu ihnen vorbei. Sie bezahlen an der Türe oder wir bringen also alles direkt nach Hause. Wie schaffen Sie das, alles mit den beiden Apotheken und nebenbei noch so ein Konzept umzusetzen? Ja, das schaffe ich natürlich nur mit meinen Mitarbeiterinnen, die gerade in Friedeburg jetzt 4 Damen, die sich spezialisiert haben auf die Mutter- und Kind-Apotheke und die damit auch Schulungen gemacht haben, die ein Zertifikat machen und die sich dann besonders in der Beratung für Babys und für Mütter auskennen. Und natürlich schaffe ich das auch, weil ich eine sehr kompetente und zuverlässige Filialleiterin habe, die Frau Göbel. Frau Göbel ist ganz, ganz neu hier bei uns, macht aber sehr viel in Bezug auf Mutter und Kind. Das heißt, sie geht in die Kitas, sie besucht die Ärzte, sie besucht die Hebammen und sie baut das ganze Konzept auf. Darüber bin ich sehr, sehr froh und da danke ich ihr auch sehr herzlich.
So, mit diesen Informationen darf ich mich heute bei Ihnen verabschieden. Ich hoffe, ich sehe Sie und treffe Sie bald wieder und ich freue mich schon auf unseren nächsten Ratgeber. Vielen Dank. Tschüss. Das Freiberger Bündnis für Familienfreundlichkeit lädt am Sonntag, den 26. Juli von 14 bis 18 Uhr zum diesjährigen Freiberger Familientag alle Generationen in den Freiberger Tierpark ein. Viele Überraschungen, Mitmachaktionen und ein buntes Bühnenprogramm warten auf Jung und Alt. Verweilen Sie mit der ganzen Familie bei Kaffee und Kuchen oder frisch gegrilltem in gemeinsamer Atmosphäre im Grünen. Parkplätze und Eintritt sind kostenfrei. Psst. Eine App, ein Klick. Cityguide Freiberg, dein mobiler Stadtführer. Mit deinem Smartphone oder Tablet sofort ans Ziel. Cityguide, wir zeigen dir deine Stadt. Jetzt kostenlos downloaden im App Store und bei Google Play. Wo vereinen sich Natur und Wohnen harmonisch und individuell? In Bockendorf bei Natur und Wohnen. Vom Bettenfachgeschäft zum raffinierten Wohlfühlhaus hat Natur und Wohnen ein klares Konzept. Massivholzmöbel. Denn Mutter Natur ist der beste Designer. Willkommen in den neuen emotionalen Welten des natürlichen Wohnens. Willkommen bei Natur und Wohnen in Bockendorf. Natürlicher Lifestyle und individuelles Wohnen. Nie mehr ein leerer Kühlschrank bei Partys. Wir liefern auf Kommission. Edeka Erne Schlange. Immer eine Idee besser. Kennen Sie das? So gern Sie auch lossurfen möchten, es tut sich einfach nichts. Dann wird es höchste Zeit für unsere superschnelle Zweierkombi. Highspeed-Internet mit bis zu 150 Megabit. Und eine super günstige Telefonflatrate. Das alles schon ab 19,99 im Monat. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Autolackierfachbetrieb Lohse, eine Adresse für hochwertige und umweltfreundliche Auto- und Industrielackierungen, Design- und Effektlackierungen, perfekten Service sowie erstklassige Beratung vom Fachmann. Wir helfen im Schadensfall mit fachlicher Kompetenz und Qualität. Speziell für Individualisten bieten wir neue Gestaltungsmöglichkeiten für Fahrzeug- und Motorradteile. Neugierig geworden? Dann kommen Sie zu uns ins Industriegebiet Nord, Brand-Erbisdorf.
Am 1. August findet bei Alco Möbel in Freiberg das UFA Talent Base Film- und TV-Casting statt. Gesucht werden Sänger, Moderatoren, Schauspieler, Musiker, Comedians, Models, Tänzer, Showkandidaten und so weiter. Und die, die es werden möchten. Als besonderes Highlight suchen wir Talente für die neuen Staffeln Das Supertalent 2015 und Deutschland sucht den Superstar 2016. Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen. Infos unter alco-möbel.de. Film- und TV-Casting am 1. August bei Alco Möbel in Freiberg. So, 4 Kugeln Vanilleeis, von gerade aus der Maschine rausgenommen, ganz frisch. Jetzt kommt unsere hausgemachte leckere Erdbeersoße drauf. Dann die Schokoladensoße. Und wer es natürlich möchte, als i-Tüpfelchen noch eine Portion frische Schlagsahne. Ja, und dann wünsche ich guten Appetit. Sollten Sie einmal nicht so viel Zeit wie ich eben zum Genießen haben, dann ist der Autobecher vom Eisgraf in Freiberg eine tolle Alternative. Eine Alternative zum eigenen PKW ist der Taxiservice. Im nächsten Beitrag stellt sich der Funk-Taxiservice Freiberg einmal näher vor. Und ich genieße in der Zeit das leckere Eis.25 Jahre Taxizentrale in Freiberg. ...1990 wurde die Taxizentrale in Freiberg gegründet. 1995 haben wir hier auf dem Roten Weg das Haus erworben, haben es umgebaut, modernisiert und seitdem ist die Taxizentrale hier in Freiberg am Roten Weg 39 für Sie da. Zu unserem Leistungsspektrum gehören Personentransport für 4 bis 8 Personen, Krankenfahrten, Behindertentransporte, auch rollstuhlgerecht, Flughafentransfere, Kurierfahrten, Reisezubringer und natürlich auch Dialysefahrten. Hier in unserer Zentrale werden die Anrufe angenommen, ins Vermittlungssystem eingegeben und an das nächste freie Taxi übermittelt. Alita, Anruflinientaxi. Zu verkehrsschwachen Zeiten wird auf Anforderung ein Anruflinientaxi eingesetzt und das ersetzt dann den Bus. Das Ganze machen wir schon seit 1995 und waren damit ein Pilotprojekt in Freiberg. Für unsere angeschlossenen Taxiunternehmen bieten wir noch einen weiteren Service. Wir übernehmen die Abrechnung mit Krankenkassen, Reiseunternehmen und Behörden. Unsere Taxizentrale ist 24 Stunden für Sie erreichbar. Taxizentrale Freiberg, schönen guten Tag. Gut, ich schicke Ihnen gleich ein Taxi los. Wir arbeiten mit den meisten Taxiunternehmen in Freiberg und in der Umgebung zusammen und würden uns freuen, auch bald Sie in unserer Zentrale begrüßen zu dürfen. Damit Ihr Taxi auch in Zukunft pünktlich vor Ihrer Tür steht, brauchen wir Unterstützung. Wir suchen für unsere angeschlossenen Taxiunternehmen Fahrer, männlich oder weiblich. Weitere Informationen zur Taxizentrale erhalten Sie auch im Internet unter www.taxizentrale-freiberg.de. Denn wenn Taxi, dann Taxizentrale Freiberg. Also der Eisbecher war wirklich sehr, sehr lecker und ist bestens zu empfehlen, gerade jetzt in der Sommerzeit.
Und Sommerzeit ist auch Urlaubszeit und viele deutsche Urlauber sind mit dem PKW oder dem Motorrad im europäischen Ausland unterwegs. In unserem nächsten Ratgeber erhalten Sie umfassende Informationen von unseren Rechtsanwälten aus der Waisenhausstraße. Wir befinden uns gerade in der Kanzlei Eckert und Kollegen auf der Waisenhausstraße und wir werden heute ein paar Themen beschäftigen, die jetzt gerade in der kommenden Urlaubszeit sehr wichtig sind. Wir beginnen einfach mal damit, was zu beachten ist, wenn man mit dem PKW im Urlaub unterwegs ist. Herr Eckert, was ja, wenn ich ins Ausland fahre mit dem PKW, dann sollte ich mein Reisegepäck bedenken, nicht nur was die Textilien betrifft, sondern auch die Unterlagen, die ich mitnehmen muss. Ja. Dazu gehört natürlich an allererster Stelle ein Führerschein. Ja. Führerschein im Original, im Unterschied vielleicht zu den Zulassungspapieren. Dort ist es zwar nicht so ganz vorschriftsgemäß, wenn man nur die Kopie mit hat, aber es ist auf alle Fälle sicherer. Und man riskiert maximal, dass man vielleicht mal ein paar Euro Strafe bezahlt, wenn man nicht die Originalpapiere vorlegen kann. Aber sie sind dann wenigstens nicht verschwunden, sie sind zu Hause im sicheren Schreibtisch aufbewahrt. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Tipp, das ist keine förmliche Vorschrift. Was nicht mehr erforderlich ist, was vor vielen Jahren und was auch immer noch üblich ist, insbesondere bei den älteren Leuten, diese sogenannte grüne Versicherungskarte, das ist also dieses Papierchen, was da mit ins Ausland genommen wurde früher, das ist heutzutage nicht mehr erforderlich, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Es erleichtert manchmal bei Unfallgeschehen die Korrespondenz mit dem Unfallgegner, weil dort auch ausländische Vorschriften drauf sind, weil auch vor allem in fremden Sprachen dort manche Hinweise enthalten sind. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Die Versicherer teilen den aus, wenn man ihn möchte, wenn man ihn abfordert, aber er ist nicht mehr automatisch bei irgendwelchen Papieren dabei. Was man auf alle Fälle dann beachten sollte, wenn es zum Unfall gekommen ist, dass man, wenn irgend möglich, die Polizei holt, weil dort die Auseinandersetzung mit den Ausländern oft schwierig ist, was schon mal sprachlich schwierig ist, aber was auch versicherungsrechtlich schwierig ist, also den Nachweis zu führen, wer denn tatsächlich den Unfall verursacht hat, wenn die Polizei dort keine Unfallaufnahme macht. Da passieren dann hinterher ganz viele seltsame Dinge, die man dann in den Akten hier bei uns in der Kanzlei oder bei anderen Kollegen lesen kann. Das wäre also ganz wichtig und ich denke, man sollte auch versuchen, so viel wie möglich Zeugen zu beschaffen dort beim Unfall und zu befragen und möglichst schriftlich gleich festzuhalten. Erstens deren Personalien und Anschrift und vor allen Dingen aber auch die Feststellung des Zeugen, was er denn wirklich gesehen hat, weil auch da manchmal dann im Ausland hinterher, nicht nur im Ausland, auch bei uns, plötzlicher Gedächtnisverlust eintritt oder andere Wahrnehmungen nach dem Unfall, lange Zeit nach dem Unfall. Und was dann, wenn es denn wirklich zum Unfall gekommen ist, ganz wichtig ist, dass man sich dort nicht zu irgendwelchen Unterschriften hinreißen lässt und irgendwelche Erklärungen abgibt, sondern möglichst den Mund hält und die Polizei dort machen lässt und sich unbedingt irgendwelche Papiere von der Polizei aushändigen lässt, die man dann hier in Deutschland wieder vorweisen kann. Seit 2007 ungefähr ist es ja für die Reisenden, für die Urlaubsreisenden in ganz Europa etwas einfacher geworden, den Unfallschaden geltend zu machen, weil man nicht mehr mit der ausländischen Versicherung und irgendwelchen ausländischen Behörden in Kontakt treten muss, sondern weil es in Europa die Bestimmung gibt, dass in jedem Land jede Versicherungsgesellschaft, die in Europa zugelassen ist, eine Vertretung haben muss. Diese Vertretung muss ich auch nicht selber suchen, sondern das macht im Regelfall dann der Anwalt für Sie, beziehungsweise kann man sich an das sogenannte Büro Grüne Karte wenden und dort den Unfall schildern und bitten, die Korrespondenz mit der ausländischen Versicherung zu führen. Das macht die ganze Sache einfacher, weil ich es erstens in deutscher Sprache machen kann, weil ich zweitens einen deutschen Ansprechpartner habe, hier in Hamburg sitzt die, nämlich das Büro, und weil ich drittens, und das ist die eigentliche Vereinfachung der ganzen Geschichte, weil ich drittens auch hier in Deutschland notfalls dann vor Gericht gehen kann und nicht etwa in Italien oder in Bosnien oder sonst irgendwo mich mit völlig unbekannten Rechtssystemen herumstreiten muss. So, nun haben wir ja schon einiges erfahren, was nötig ist, was mitzuführen ist, wenn man mit dem Auto im Ausland unterwegs ist. Doch wie sollte man sich verhalten, was die Verkehrsordnung betrifft in ausländischen Gebieten, wenn man dort Urlaub macht? Ja, ist eigentlich ganz klar. Da, wo man sich befindet, da gilt das Recht des jeweiligen Landes. Das heißt also, die Verkehrsvorschriften gelten in Italien, wie sie in Italien für alle gelten, also auch für die Ausländer, die sich dort im Straßenverkehr bewegen. Und das ist in allen anderen Ländern genauso.
Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn ich hier in Deutschland mit dem Ausländer einen Unfall habe, dann gilt natürlich auch die deutsche Straßenverkehrsvorschrift. Und auch wenn sich zwei Deutsche in Italien oder in Spanien auf der Kreuzung zu nahe kommen, dann gilt natürlich auch das spanische Verkehrsrecht und nicht etwa das deutsche, nur weil die beiden da miteinander einen Crash hatten. Also das ist eigentlich relativ einfach. Schwierig wird es dann nachher, oder kann es werden, wenn es um die bußgeldrechtliche Bewertung geht. Wenn ich nämlich dann vor dem deutschen Gericht mich mit der Versicherung hier herumstreiten muss, welche Verkehrsvorschriften dort in Italien oder auch in Bosnien oder sonst irgendwelchen etwas exotischeren Ländern gelten, dann kann es natürlich passieren, dass das Amtsgericht ein bisschen Schwierigkeiten hat, die nötigen Vorschriften zu kennen. Aber da kann man dann sicherlich über den verschiedenen Informationsquellen dann auch das Richtige herausfinden. Und allemal weiß es dann der Anwalt, der sich darüber ebenfalls informieren kann und an den man sich bei Auslandsunfällen eigentlich generell wenden sollte, weil das eigentlich für den normalsterblichen Nichtjuristen hier im deutschen Raum zu schwierig ist, sich da durchzufitzen. Ja. Was Sie in der Ferien- und Urlaubszeit neben einem leckeren Eis beim Eisgrafen in Freiberg und Umgebung alles erleben können, das sehen Sie in unseren Tipps. Seit 2 Jahren besteht im Krankenhaus Freiberg die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie mit nun inzwischen 50 Betten, 12 ärztlichen Kollegen. Die Vorbereitung zur Zertifizierung als regionales Prothesenzentrum laufen. Wir wollen diese Zertifizierung im Jahr 2016 erfolgreich absolvieren. Durch die Patienten kommen immer wieder Fragen im Rahmen der Endoprothetik. Aus diesem Grund möchten wir gern Sie für den 23.08. 10 Uhr zu einem Endoprothetik-Forum ins Krankenhaus Freiberg einladen. An diesem Tag werden mehrere Firmen, betreut durch unsere ärztlichen Kollegen, die Implantationstechnik von Hüft-, Knie- und Schulterprothese demonstrieren. Und Sie haben Gelegenheit, worauf ich Sie jetzt ausdrücklich bitte, Ihre Fragen bis einschließlich zum 7.08. an uns zu senden per E-Mail, die wir dann ausführlich in einem Vortrag beantworten werden. Fragen zu jeglichen Punkt, die degenerative Gelenke, deren Behandlung und die Endoprothesen, das Leben mit der Endoprothese, die Probleme der Endoprothese betreffen. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Wir laden Sie ein zu einem entspannten Picknick am 2. August im Kloster Altzella mit Ihren eigenen Leckereien und mit Live-Musik der Galliani Gypsy Band. Die Klosterwiesen sind der ideale Ort für ein Picknick unter freiem Himmel. Für diese Veranstaltung können Sie 2x2 Freikarten gewinnen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@f3-freiberg.de. Schwester, bin ich auf Briefe gestoßen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Kannst du mir nicht nebenbei helfen? Das geht nicht so. Nebenbei. Das ist ein Vollzeitjob. Oh, durch die Gläser kannst du doch gar nicht sehen. Völlig verdreckt. Das ist sie. Meine Tante, Adele. Gemalt von Gustav Klimt. Es ist wunderschön. Sie hing bei uns zu Hause, bis wir enteignet wurden. Und seitdem wird sie im Belvedere in Wien ausgestellt. Und du willst wieder mit ihr vereint sein. Wäre das nicht wunderbar? Glauben Sie wirklich, Österreich würde dieses Bild rausrücken, damit es über dem Sofa einer alten Dame hängt? Es wäre ein Fehler, es nicht zu versuchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkomme. Das ist unser Zuhause. Am Abend meiner Hochzeit war halb Wien zu Gast. Mrs. Altman, willkommen in Wien.
Sie werden Ihnen so viele Steine in den Weg legen, wie irgend möglich. Das Gemälde gehört Mrs. Hoffmans Familie. Sie ist die Mona Lisa Österreichs. Wir werden für das kämpfen, was unserer Meinung nach uns gehört. Ich lasse nicht zu, dass man mich nochmal demütigt. Ich möchte eine Klage einreichen. Wir verklagen den österreichischen Staat. Schönen Tag noch. Sie werden niemals gewinnen. Wir sind nicht hier, um Kuchen zu essen. Sie haben mich die ganze Zeit behindert und mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Meine Damen und Herren, das ist ein historischer Moment. Die Menschen sehen nur ein Meisterwerk eines der größten Künstler Österreichs. Aber ich sehe ein Bild meiner Tante, einer Frau, die mit mir über das Leben sprach. Das ist wie in einem James-Bond-Film. Und du bist Sean Connery. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und genießen Sie einen leckeren Eisbecher hier beim Eisgrafen auf der Burgstraße. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Und damit wünsche ich Ihnen eine sonnige Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.